Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Seit fast einem Jahr gibt es Aha History mittlerweile. Und heute gehe ich mit euch zurück zum Anfang. In der zweiten Folge, die wir je gemacht haben, da ging es um Hannibal und seine Kriegselefanten. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, den Link dazu stelle ich euch mit in die Shownotes. Hannibal lebte in der Antike und heute habe ich eine ganz ähnliche Geschichte für euch, aber aus der Neuzeit. Im Zweiten Weltkrieg, da kämpfte auf Seiten der polnischen Armee ein Bär gegen Hitler-Deutschland. Wie es dazu kam, darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um einen der berühmtesten Musiker der Welt und eine wirre Unfallgeschichte. Ist Paul McCartney in Wirklichkeit schon über 50 Jahre tot? Hallo und herzlich willkommen bei Aha History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Tiere im Krieg. Das ist ja eine jahrtausendealte Praxis. Neben Hannibals Elefanten kommt mir dabei immer als erstes das Pferd in den Sinn, denn ohne Pferde wäre die Kavallerie ja überhaupt nicht möglich gewesen. Auch Hunde werden für verschiedenste Aufgaben eingesetzt, sei es für das Erschnüffeln von Sprengstoff oder auch zum Angriff auf feindliche Truppen. Und dann gab es im Zweiten Weltkrieg eben auch einen Bären. Wojtek hieß der. Und er war so beliebt in der Truppe, dass es auch heute noch eine ganze Reihe von Denkmälern für ihn gibt. Woher Wojtek damals kam und was er in der polnischen Armee machte, darüber spreche ich jetzt mit dem Historiker Philipp Ganczak vom Polnischen Institut für Nationales Gedenken. Hallo, Herr Ganczak. Hallo. Was war Wojtek für ein Bär und wo kam er eigentlich her, bevor er dann zur polnischen Armee gestoßen ist? Wojtek war ein Braunbär aus dem Iran. Diese Geschichte beginnt aber eigentlich noch vor seiner Geburt 1939. Da kam es zum Hitler-Stalin-Pakt und Polen wurde nicht nur von Nazi-Deutschland, sondern auch von der Sowjetunion überfallen. Viele polnische Soldaten gerieten in sowjetische Gefangenschaft. Viele wurden auch erschossen im Rahmen des sogenannten Massaker von Katyn. Aber diejenigen, die überleben konnten und in sowjetischen Gefängnissen zum Beispiel saßen oder irgendwohin nach Sibirien und in andere Regionen der Sowjetunion deportiert wurden, bekamen dann mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion neue Hoffnung. Früher wurden sie zu Feinden der Sowjetunion abgestempelt, aber jetzt waren sie Alliierte der Sowjetunion im Kampf gegen Nazi-Deutschland. Es kam dazu, dass in der Sowjetunion eine polnische Armee entstand, die sogenannte Anders-Armee, geleitet von General Anders. Und diese Armee wurde dann über den Nahen Osten nach Ägypten und später nach Italien versetzt. 1942, als sich die Anders-Armee im Iran befand, kam es dazu, dass ein einheimischer Jugendlicher diesen damals noch kleinen Bären an die polnischen Soldaten verkaufte. Der Bär war offenbar verwaist und wurde schnell zum Soldatenliebling. Also hat dann die weiteren 3 Jahre des Zweiten Weltkriegs immer mit polnischen Soldaten verbracht und wurde auch offiziell auch Soldat der polnischen Armee. Sie haben jetzt gesagt, er hat 3 Jahre mit der Armee verbracht. Wie wurde er dort behandelt und wie wurde er versorgt? Er war viel mehr als nur ein Maskottchen. Viele Soldaten haben auch Jahre später gesagt, er war so eine Art Bruder für sie und wurde auch teilweise wie ein Mensch behandelt, auch was die
Versorgung zum Beispiel angeht. Er hat auch manchmal Bier getrunken, wie andere Soldaten, oder Zigaretten geraucht. Insbesondere in der Anfangszeit war es ganz schwierig, diese Armee zu versorgen. Das waren teilweise Leute auch mit Familien, und die Konserven waren knapp, aber es war am Ende ein Erfolg. Sie haben ja jetzt schon gesagt, er ist dann am Ende sogar als richtiger Soldat sozusagen in die Armee aufgenommen worden. Wie kommt das dazu, dass diese polnische Andersarmee einen Bären zum Soldaten macht? Also den mehr bekannten Berichten zufolge war das notwendig, um für ihn eine Art Ausreisegenehmigung zu bekommen. Die Soldaten stationierten damals in Ägypten und mussten nach Italien. Und die Hafenbehörden wollten anfangs nicht zulassen, dass ein Bär mit dem Soldaten weiter mit dem Schiff nach Italien reist. Aber als offiziell anerkannter Soldat durfte er schon weiterreisen. Also wurde er dann im Grunde für diese Überfahrt offiziell in die Armee aufgenommen? Genau, er bekam zum Beispiel ein Soldbuch und alles, was dazu gehört. Also hatte er auch einen Dienstrang? Ja, er war Unteroffizier der polnischen Armee. Und er hat ja dann auch in Schlachten gekämpft. Wo hat er gekämpft und was war seine Aufgabe in so einer Schlacht? Also besonders bekannt ist auf jeden Fall die Schlacht um Monte Cassino in Italien 1944. Da hat er damit geholfen, die Armee mit Munition zu versorgen, und hat die Arbeit sehr gut gemacht, den Berichten der Soldaten zufolge. Okay, also war er quasi so hinter den Linien für die Versorgung so ein bisschen zuständig? Für die Versorgung der Armee mit Munitionskisten. Das ist ja ungewöhnlich. Also man kennt Pferde im Einsatz, man kennt auch Hunde, andere Tiere, aber so ein Bär ist ja eher ungewöhnlich. Ist das nicht für so Soldaten auch relativ gefährlich? Ich meine, so einen Bären kann man ja jetzt nicht so domestizieren wie zum Beispiel eben einen Hund oder ein Pferd. Wissen Sie von Momenten, wo es auch mal irgendwie kritisch wurde? Oder, also das ist ja schon durchaus auch gefährlich. Also in diesem Fall glaube ich, dadurch, dass er schon von seiner Kindheit an viele Kontakte mit Menschen hatte und eigentlich fast keine mit anderen Bären, war er beinahe wie ein Mensch, und diejenigen Soldaten, die ihm besonders nahe standen, hatten also noch Jahre nach dem Krieg ihn in guter Erinnerung. Bis zum Kriegsende hat er dann ja in der Armee mitgekämpft, dann ist der Krieg 1945 vorbei. Was wurde danach aus ihm? Diese polnische Einheit, deren Teil er war, wurde nach dem Krieg nach Schottland verlegt. Einige Soldaten haben sich entschieden, nach Polen zurückzukehren. Aber Polen wurde nach dem Krieg ein kommunistisch regiertes Land hinter dem Eisernen Vorhang. Und so haben sich, glaube ich, die meisten Soldaten, auf jeden Fall die meisten Offiziere, entschieden, im Exil zu bleiben, in Großbritannien oder auch in anderen westlichen Ländern. Und so ist auch Wojtek, der Braunbär, in Großbritannien geblieben. Die letzten Jahre, also noch eine lange Zeit, bis zu seinem Tod im Jahre 1963, hat er im Zoologischen Garten der schottischen Stadt Edinburgh verbracht. Und viele, viele Soldaten der polnischen Armee sind auch dort geblieben und haben ihn noch damals im Zoologischen Garten besucht. Das ist doch ein schöner Schluss. Herr Ganczak, vielen, vielen Dank für Ihre Einblicke. Besten Dank. Von dem bekannten Bären gehen wir jetzt zu einer weltbekannten Band und einem ihrer Frontmänner. Den Beatles und ihrem Erfolg in Amerika habe ich ja letzte Woche erst eine ganze Folge gewidmet. Und Paul McCartney, der ist heute schon wieder zu Gast hier im Podcast. Denn um das Spätwerk der Band, da rankt sich ein morbider Mythos. Die Lieder und Alben sollen viele subtile Hinweise auf den Tod von Paul McCartney liefern. Und das alles unter dem Deckmantel der sogenannten
Paul-ist-tot-Theorie. Und was da dran ist, das habe ich für euch recherchiert. Ihren Anfang nimmt die Verschwörungstheorie des toten Beatle in einer Campuszeitung der University of Michigan. Darin soll 1969 ein Artikel erschienen sein, der über einen Unfall von McCartney berichtet. Schon 3 Jahre zuvor soll er im November 1966 gegen 5 Uhr morgens über eine rote Ampel gefahren sein. Daraufhin stieß er mit einem anderen Fahrzeug zusammen und sein Wagen ging in Flammen auf. Nach dem Inferno sei der Sänger an seinen schweren Verbrennungen gestorben und weil er beim Aufprall all seine Zähne verlor, habe man ihn nicht mehr eindeutig identifizieren können. Und genau das sollen sich die anderen Mitglieder der Beatles zunutze gemacht haben und auf Drängen ihres Managements den Tod vertuscht haben. Der Mann, der seither auf der Bühne steht, ist der Legende nach also nicht mehr Paul McCartney, sondern ein Mann namens William Campbell. Und Campbell ist, so die Theorie, ein durch mehrere Operationen identisches Double von Paul McCartney. Seitdem sollen vor allem die Albumcover der Beatles, aber auch einige Lieder, eine ganze Reihe von Beweisen für Paul McCartneys Tod beinhalten. Das am meisten diskutierte Artwork ziert die 1969 erschienene 11. und vorletzte Langspielplatte der Beatles, Abbey Road. Das Cover ist sehr bekannt, darauf sind die Mitglieder beim Überqueren eines Zebrastreifens zu sehen. Und es soll einige Anspielungen darauf enthalten, dass McCartney eben nicht mehr lebt. Besonders auffällig sei dabei, dass McCartney als einziger der Band barfuß unterwegs ist. In Großbritannien werden Menschen barfuß beerdigt, weshalb viele Anhänger der Theorie das als ein wichtiges Indiz sehen. Außerdem hält er seine Zigarette in der rechten Hand. Und wahre Beatles-Kenner, die wissen, dass der echte McCartney Linkshänder ist. Noch so ein Indiz, dass der Mann einfach nicht der echte sein kann. Dank all dieser Kleinigkeiten glauben bis heute einige Menschen, dass Paul McCartney tatsächlich schon seit über 50 Jahren tot sei. McCartney selbst äußerte sich 1969, also im selben Jahr, in dem auch der ursprüngliche Artikel erschien, in einem Interview mit dem Life Magazine zu seinem angeblichen Tod. Und zwar kurz und knapp. Das ist ausgemachter Schwachsinn. Er betonte auch, dass die angeblichen Indizien auf dem Abbey Road Albumcover reiner Zufall seien. Dass McCartney noch quicklebendig ist, beweist die im November 2023 erschienene Beatles-Single Now and Then. Der Song basiert auf einer unvollständigen Demo, die John Lennon, der ist wie auch George Harrison wirklich tot, in den späten 70er Jahren aufnahm. Zusammen mit Ringo Starr, dem anderen noch lebenden Beatle, hat Paul McCartney den Song mit Hilfe von künstlicher Intelligenz fertiggestellt und so 53 Jahre nach dem Ende der Band den offiziell allerletzten Beatles-Song aller Zeiten rausgebracht. Ich konnte Paul McCartney vor einigen Jahren mal live erleben und wenn ihr mich fragt, von der Stimme her war das ziemlich sicher der echte. Wobei auch der mittlerweile schon so einige Schönheits-OPs hinter sich hat. Aber mit seinem Körper kann der Gute natürlich machen, was immer er will. Wenn ihr eine Frage aus der Geschichte zu einem Musiker oder Schauspieler oder sonst irgendwem habt, dann schreibt mir gern an history@welt.de. Da könnt ihr euch auch melden, wenn ihr den Podcast einfach doof oder vielleicht auch toll findet. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz besonders bei meiner Kollegin Christine Rodriguez, die mir bei der Recherche zu Paul McCartney geholfen hat. Und ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal.